Wir leben ja in echt bewegten Zeiten, in Zeiten, wo man einerseits sich immer wieder über Erkämpftes freuen kann und zugleich weiß, dass auch immer wieder Angriffe drohen, die genau auf dieses Erreichte anzielen. Und wir wissen halt, dass der Rechtsruck, mit dem wir seit Jahren zu tun haben, sich sowohl gegen Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft richtet, er ist aber auch zutiefst von Frauenhass gespeist. Und deswegen finde ich es diese Tage auch nochmal ein guter Anlass zu sagen, eins deutlich zu machen, wir sozusagen halten mit aller Kraft dagegen, gegen den Rechtsruck. Wir stellen der organisierten Rechten unsere Kraft der Solidarität entgegen. In den vergangenen Tagen haben wir viel an die Opfer des schrecklichen rassistischen Mordes in Hanau gedacht. Und was weniger bekannt ist, ist, dass der rassistische Mörder von Hanau selbst sich als Mitglied der Incel-Bewegung versteht. Übrigens genauso wie der rechte Attentäter von Halle und wie Breivik, der in Norwegen über 70 Menschen ermordet hat. Incel, das meint übersetzt unfreiwilliges Zölibat. Und diese sogenannte Männerbewegung meint, sie hätte ein Recht auf Sex mit Frauen. Das können sie einfordern und zur Not auch mit Gewalt. Und ich finde, allein dieser Tatbestand zeigt erstens, wie sie über Menschen und über Frauen denken, nämlich als Verfügungsmasse. Und das zeigt auch die enge Verbindung von Rassismus, rechter Organisierung und von Frauenhass. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen gegen alle Diskriminierung, ausnahmslos. Es gibt ja manchmal so Debatten, naja, was ist jetzt wichtiger für die Frauen? Eher die sozialen Fragen, die ökonomischen Fragen oder eher Freiheitsfragen oder Antidiskriminierungskämpfe? Also jetzt mal echt Hand aufs Herz, Mädels. Wo habt ihr erlebt, dass man das ganz genau und sauber trennen kann? Also wenn man einfach nur mal sich anschaut, Frauen also, oder allein, wir wissen doch, dass Ausdiskriminierung von Frauen auch Gewalt gegen Frauen, ja und auch Frauenmorde mündet. Und was ist materieller als der Angriff auf Gesundheit und Leben von Frauen? Das ist also untrennbar, gehört das zusammen. Und wir wissen, dass Frauen, die vor Gewalt und vor gewaltvollen Beziehungen fliehen, wenn sie zum Frauenhaus gehen, sofort natürlich auch mit materiellen Problemen konfrontiert sind. Weil viele Beratungsstellen, viele Frauenschutzhäuser sind eben nicht genügend finanziert. In so manchem Bundesland, sagt man, wird inzwischen jede zweite Frau, die aus einer Gewaltbeziehung fliehen will, zurückgewiesen. Und selbst die Frauen, die unterkommen, haben danach ein Problem, vor allen Dingen in Großstädten. Wenn man nämlich nicht so einfach eine neue Wohnung finden kann, nicht so einfach einen neuen Kita-Platz finden kann, geht so manche wieder zurück in eine gewaltvolle Beziehung. Und deswegen sage ich erstens, wir dürfen niemals zulassen, dass der Kampf um soziale Rechte und der Kampf gegen Diskriminierung gegeneinander ausgespielt werden. Und ich sage zweitens, Frauen, die aus einer gewaltvollen Beziehung fliehen wollen, brauchen ein unbedingtes Grundrecht auf eine akute Grundversorgung. Es muss sichergestellt werden, dass Frauen, die fliehen, sofort Zugang zu einer Wohnung und zu einem neuen Kita-Platz haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber leider müssen wir auch für diese Selbstverständlichkeit streiten und kämpfen. So, also die letzten 9 Mal Clara Zetkin Preisverleihung hatte unglaublich viele Höhepunkte. Ich habe jetzt darauf verzichtet, alle zu nennen. Ich will mal was sagen, was ich jedes Mal total bedauerlich fand. Jedes Mal wurden großartige Frauen, großartige Initiativen vorgestellt und am Ende kannst du nur einer diese wunderschöne Statue geben. Aber da es ja beim Preis nicht nur darum geht, dass eine diese Statue nach Hause trägt, sondern darum, dass es auch darum geht, uns gegenseitig Projekte sichtbar zu machen, uns zu ermuntern und zu verabreden, zu gemeinsam kämpfen, würde ich mal sagen, was bisher alle Preisverleihungen ausgezeichnet hat und hoffentlich auch diesen, egal wer am Ende welche Urkunde bekommt, Gewinnerinnen sind wir alle. Natürlich wollen wir auch immer wieder Frauen und ihre Arbeit sichtbar machen. Und deswegen möchte ich zunächst einen Namen nennen von einer Frau, der hier noch gar nicht gefallen ist. Und zwar ist das die Künstlerin, der wir diese Statue verdanken, Kerstin Grimm. Sie ist eine Künstlerin aus Brandenburg und ich finde auch, das gehört dazu, dass man ihren Namen einmal sagt. Ich verrate euch jetzt mal nicht, was das so für Debatten gab, ob das angemessen ist, ob nicht eine Urkunde reicht und so weiter und ob das dahin nicht die Frauen übertreiben und so weiter. Wir haben gesagt, nee, wir setzen uns jetzt mal durch. Beim Blick zurück möchte ich mal erinnern, bevor es so eine Tradition gab, bevor Ereignisse wie diese stattfinden können, braucht es natürlich was? Eine Parteivorstandsvorlage. Also am Anfang war die PV-Vorlage. Und vor über 10 Jahren wurde sie eingebracht.
ihr habt leider schon gespoilert. Ich wollte das so total Oscar-mäßig aufziehen. Naja, egal. Also, vor über 10 Jahren wurde sie eingebracht. Da gab es heftige Debatten. Da gab es viele Männer, die kluge Ideen hatten, wie man das machen kann. Ja. Ich möchte, dass wir heute nochmal diese Frau danken, die das damals in die Wege geleitet hatte. Sie ist die Initiatorin des Clara Zetkin-Preis. Sie hatte die Idee. Sie hatte danach auch die Power, das durchzusetzen. Es gab auch viele in der Bundesgeschäftsstelle, tolle Frauen und Männer, die sie dabei unterstützt haben. Sie war aber nicht nur die Initiatorin, sondern sie hat uns viele Jahre als Moderatorin durch den Abend geführt. Und wenn sie dann so sagte mit Tremolo und der Stimme, and the winner is, fühlte ich mich jedes Mal so ein bisschen wie bei den Oscars. Mit einem Unterschied, bei den Oscars sind die Gewinner meistens männlich und weiß. Das ist bei uns eindeutig anders. Die Rede ist von Karen Ley. Karen, komm mal hoch auf die Bühne. Die Wohnung und Eng Blumenstrauß und bedanken dir ganz herzlich. Jetzt kommt es für mich überraschend, ich bin nicht vorbereitet, aber ich freue mich total und will mich bei allen vergangenen Parteivorständen bedanken, dass sie immer wieder dieses Geld bewilligt haben und sich dafür entschieden haben, diesen Preis nochmal auszuloben, denn das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir Frauen das auch strömungsübergreifend in der Partei durchgesetzt haben, weil wir haben damals gemeinsam dafür gerungen, dass im Programm und in unserem Statut die Linke sich nicht nur als eine demokratisch-sozialistische, sondern auch als eine feministische Partei versteht. Und das muss ja auch irgendwo zum Ausdruck kommen. Und das heute ist ein ganz schöner Ausdruck davon. Und das wäre mein Wunsch an die Parteivorstände der nächsten 10 Jahre, dass sie diese wunderbare Tradition und übrigens auch diesen wunderbaren Abend fortsetzen. Und ich hoffe, dass das heute nur das erste Jubiläum war und dass wir hier in 10 Jahren gemeinsam das 20. Jubiläum des Clara Zetkin Frauenpreises feiern können. Vielen Dank. Applaus